Mach dich bereit für deine allerletzte Chance. Das goldene Zeitalter feiert seine Renaissance. Lass all die alten, totgeklappten Schlossgespenster rein. Der Kampf von heute trägt das Motto, morgen soll wie gestern sein. Lass den Status quo zu Grabe tragen. Melodien vergangener Tage definieren die Kameraden. Klagelieder trällern über Blasphemie. In der Opferrolle sprudeln die Vernichtungsfantasien. Was geschieht? Ja, du möchtest nur Frieden und Fantasies von einem Kampf zwischen Volk und Elite. Wenn Rattenfänger Beute wittern und die Fronten verschieben, wird das mal Demokratie fordern, lass die Bonzen umnieten. Aber alles schön verpackt in Anglizismen. Aus Gegenlieder oben wird dann ein verfucktes System. Ja, im Kollektiv der selbsternannten Aktivisten sehnt sich jeder kleine Wurm nach einem Führer an der Spitze. Als Gegenpol zum aktuellen Establishment. Doch ist diese Logik in der Praxis existent? All deine Zweifel werden weggesprengt. Denn deine Ängste flüstern dir, weil hier für wessen Interesse kämpft. Verschränkte Arme in der Meckerzone eingenistet. Telegram-Messages verschriftlichen die Feindeslisten. Das Wie-Gefühl stellt die Galgen auf ganz siegestrunken. Du bist gegen die da oben, du bist tief gesunken. Es geht so leicht über die Lippen, mach es nach. Gegen die da oben. Du hast dein Leben lang gewartet, unser Tag ist nah. Gegen die da oben. Bist du für oder bist du gegen den Apparat? Gegen die da oben. Komm nicht mit schlechtem Wetter oder David Guetta. Das ist alles nichts. Gegen die da oben. Die Rhetorik füttert stets die angespannte Stimmungslage. Das Querfrontgeschwader schwadroniert sich in Rage. Verteilt paar Süßigkeiten und bedient Ressentiments. Spielt dich auf als der Erlöser und versetzt das Volk in Trance. Es wartet auf den letzten Schlagabtausch. Schon hat im Netz den Survival-Rucksack grad gekauft. Mit nur ein paar Klicks vom Tag X, aber fuck it. Außer einer Paypal-Zahlung war nix, schade. Komme was wolle, wir deuten es eh um. Die alte Verachtung bekommt eine neue Erzählung. Mentale Missgaben, der Frontallappen wird zum Tatort. Komplizierte Fragen fordern eine simple Antwort. Läuft es nicht in unserem Interesse, kacken wir zur Not auf demokratische Prozesse. Holen die Fackeln raus, schwenken Fahnen, ziehen die Fresse und geben strukturellen Problemen Name und Adresse. Alles ist simple as fuck, mit Sinn und Verstand nehmen wir das Ding in die Hand. Doch wo endet das Shit, wenn im Aufstand der Massen all die Dinge, für die du glaubst, zu kämpfen, lautstark verblassen? Ruhm genießen, nach dem Blut vergießen, nicht nur die Zwecke, sondern auch die Mittel machen die Unterschiede. Du bist nicht dies, du bist nicht das, erzähl mir ruhig sonst was. Bevor du handelst, check mal deinen politischen Kompass. Deinen Käse einfach weiter, gegen die da oben. Die Sensation ist leider nur halb so geil, wenn man nicht live dabei war, gegen die da oben. Führst du die Aufgaben aus oder bist du der Aufgabenverteiler? Gegen die da oben, komme nicht mit schlechtem Wetter oder David Guetta.